In dieser Nähanleitung nähe ich mit euch unseren Fischerhut, den Buckethead. Meine Mädels und ich hatten ganz viel Spaß und wir haben ganz viele Variationen für euch schon durchprobiert. Das Tolle daran ist, diesen Hut könnt ihr wenden, mal nach innen, mal nach außen, wie es euch passt. Und diesen Hut gibt es in drei Größen, für kleine, große und mittlere Köpfe. Wir legen los. Wir schneiden nun alle Teile aus. Ich starte jetzt hier mit unserem Deckel, zweimal zugeschnitten, einmal innen, einmal außen, dann das Mittelteil viermal, zweimal innen, zweimal außen und die Krempe. Insgesamt viermal, zwei innen und zwei außen. Da mein Fischerhut aus reiner Baumwolle ist, ist S320 dafür optimal. Auch bei anderen Stoffen funktioniert das wunderbar damit. Einfach zweimal ausschneiden und natürlich auf die zweimal zugeschnittene Krempe aufbügeln. Meine Krempe ist verstärkt und nun lege ich die zwei Teile rechts auf rechts aufeinander und schließe jeweils die Seitennähte. Nahtzugabe ist im Schnitt schon enthalten, also mit 1 cm schließen. Die Nahtzugaben am besten auseinanderbügeln, damit sie sich schön hinlegen und schon habt ihr den ersten Bogen. Nun nähen wir unsere Mittelteile zusammen. Die zweimal zugeschnittenen Mittelteile wieder rechts auf rechts und die Seitennähte schließen an beiden Teilen. Auch hier gerne die Nahtzugaben auseinanderbügeln und wir legen unser Mittelteil erstmal beiseite. Nun verbinden wir unseren Deckel mit unserem Mittelteil. Aber als erstes markieren wir die Mitte von unserem Deckel. Dafür den Deckel einfach zur Hälfte klappen und an den entstandenen Ecken mit der Schere eine kleine Ausklinkung machen. So wissen wir, wo die genaue Markierung sitzt. Nun verbinden wir unseren Deckel mit unserem Mittelteil. Das Mittelteil mit dem kleinsten Durchmesser, also oben, weil es ja konisch ist, rechts auf den Deckel drauflegen und zwar so, dass die Nahtzugabe genau auf der Markierung liegt, die wir vorher gemacht haben und das Ganze am Deckel entlang rundherum stecken oder andersrum fixieren und es wird genäht. So sieht es im Moment aus, wie ein kleines Körbchen. Die Nahtzugabe schneide ich auf 5 mm rundherum zurück. So legt es sich nachher viel schöner hin. Und das gleiche machen wir auch mit unserem Außenstoff. Auch wieder Mittelteil an den Deckel dran nähen, rundherum absteppen und ein zweites Körbchen bilden. Nun setzen wir unser Körbchen mit unserer Krempe zusammen. Ich nehme jetzt mal die verstärkte Krempe, mit der fange ich an. Dann nehme ich ein Körbchen, wende den auf rechts und jetzt gucken wir, dass die rechte Seite auf rechte Seite aufliegt und natürlich Naht auf Naht trifft. Das rundherum nähen. Auch hier schneide ich die Nahtzugabe 5 mm zurück. Hier ist es besonders wichtig, weil sonst können wir die Krempe ganz schlecht nach außen stülpen. Dasselbe machen wir natürlich auch mit unserem zweiten Körbchen und mit unserem zweiten Krempe. Wieder das gleiche, Körbchen auf rechts wenden und die Nahtzugabe auf die Nahtzugabe rechts auf rechts drauflegen und rundherum nähen. Auch hier schneiden wir die Nahtzugabe zurück, damit bei uns nichts im Weg ist. Jetzt nehmen wir unsere zwei Hütchen, wenden die auf rechts. Jetzt werden diese zusammen verstürzt. Das heißt, wir legen die rechts aufeinander, Naht auf Naht und stecken auf unsere Krempe rundherum an. Einfach, dass es schön fixiert ist und dass die Nähte übereinander liegen. Lasst beim Nähen so eine kleine Wendeöffnung frei. Durch diese wenden wir nachher unseren Hut. So sieht das Ganze bei mir aus. Wie ihr seht, ich habe jetzt schon die Nahtzugabe zurückgeschnitten. Nur in der Bereich von der Wendeöffnung habe ich das tatsächlich so gelassen, wie es ist. Jetzt wenden wir unseren Hut durch diese Wendeöffnung, schieben das Ganze auch zurecht, verteilen alles schön, rollen die Kanten schön auseinander, weil diese Kante steppen wir jetzt einfach knappkantig an der Nähmaschine rundherum ab. Und in dem Bereich der Wendeöffnung werden die Nahtzugaben nach innen geschlagen und werden im gleichen Zug mit dieser Absteppung gleichzeitig auch mitgeschlossen. So sieht man das überhaupt nicht, dass es eine Wendeöffnung war.
Tadadada, das sieht ja schon fast nach fertigem Hut aus. Aber wir steppen weiter. Und zwar ist es wichtig, dass jetzt die Nahtzugabe von der Krempe nach oben liegt, von beiden Teilen mit zum Mittelteil, damit unser Hut ganz gut sitzt. Und jetzt machen wir einfach Absteppungen auf der Krempe, das ein bisschen Stabilität verleiht und die Standfestigkeit des Hutes erhöht. Ihr könnt euch die Absteppung einzeichnen. Ich mache das per Augenmaß mit einem Zentimeter Abstand vom Füßchen bis zu der Kante und stepp einfach im Kreis rundherum auf der Krempe ab, bis ich fertig bin. Tada! Unser Fischerhut ist fertig und es ist easy peasy, wie ihr es gesehen habt. Toller Hut zum Wenden. Ich wünsche euch ganz viel Freude damit beim Nachnähen.